Hallo und herzlich willkommen Angst in der RS Erwitz. Mein Name ist Frank Rogge. Wir befinden uns immer noch im Raubfisch Spezial. Und heute möchte ich euch mal vorstellen das Carolina Rig. Carolina Rig ist besonders prädestiniert für Raubfische im Zanderbereich, Barschbereich und auch im Hechtbereich. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie wir da so ein bisschen den Zander und Barsch nachstellen und wie man so eine Montage, die es ja auch fertig zu kaufen gibt, problemlos selber herstellen kann. Ihr braucht folgende Utensilien: eine Quetschhüllenzange. Dann benötigen wir Glasbeads, also Glaskugeln. Patronenblei, auch Bullets genannt. Rubberbeads, einfache Gummiperlen. Als Haken verwenden wir einen Z-Neck Offset. Noch einen Gummiköder, hier als Würmchen. Eine scharfe Schere. Quetschhülsen. Und ein Fluorcarbon. Wie fangen wir an? Wir nehmen uns das Fluorcarbon. Und nehmen jetzt ungefähr eine Länge von ca. 30 bis 40 cm. Die Stärke will ich jetzt hier für Barsch und Zander, und zwar eine 0,26 mit einer Tragkraft von ca. 6 Kilo. Dann nehmen wir uns den Haken. Gehen von oben oder unten durch, das ist jetzt mal egal. Dann gehe ich dort, wo ich reingegangen bin, noch einmal durch. Dann halte ich meinen Daumen und Zeigefinger drauf, damit ich schon mal das Auge vorbereite, wo ich dann wieder durchgehe. Und dann fange ich an, einfach zu umwickeln. Das könnt ihr ungefähr, ja, je nachdem, 5 bis 8 Mal machen. Dann geht ihr hier durch das Auge, was wir uns vorbereitet haben, durch. Und bei Fluorcarbon ganz wichtig, ordentlich anfeuchten und dann zieht sie es ganz einfach zu. Wie gesagt, ganz wichtig ist das Anfeuchten, weil es ein sehr, sehr empfindliches Material ist. Wenn wir das einfach so zuziehen würden, könnte das leichte Risse geben, beziehungsweise Material, die man so mit dem bloßen Auge gar nicht sieht. Aber das könnten dann Ursachen sein, warum wir Abrisse haben. Das legen wir jetzt erstmal beiseite. Dann benötigen wir, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, einen handelsüblichen Tönchenwirbel. Kann man sich im Karpfenbereich bedienen. Ziehen wir uns jetzt in derselben Länge. 30, 40 maximal würde ich empfehlen, ja, ist nach einem Ermessen für jeden selbst zu entscheiden, ungefähr 30, 40, 50 cm. Das kommt ein bisschen mal ab. Mit derselben Methode, wie wir den Haken befestigt haben, befestigen wir nur den Wirbel
Wir gehen durch. Gehen nochmal durch. Genügend überstehen lassen, damit wir genug umwickeln können. Halte wieder Daumen und Zeigefinger drauf und fang an zu umwickeln. Wie vorhin 5 bis 8 Mal. Das kriegt ihr dann auch ganz schnell ins Gefühl. Dann gehen wir wieder durch. Durch das vorbereitete Auge. Ganz wichtig, wieder schön befeuchten. Dann zieht sich der Knoten wieder ganz hinten zu. Ja, wenn das überstehende Ende zu lang ist, dann kürzen wir es einfach ein bisschen ein. Ein kleines Stück kann ruhig überstehen. Dann gar nichts. So. Viele setzen jetzt schon die Glasperle ein. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn die Glasperle vielleicht mal durch irgendeinen Grund, auch wie auch immer, durch einen Stein oder sowas, eine leichte Absplitterung bekommt, dass diese, wenn die Glasperle hier unten aufschlägt auf den Wirbel oder auf den Knoten, das Material, also den Knoten, beschädigen würde. Deswegen kommt jetzt zum Einsatz die Rubber Beads. Also eine ganz normale Gummiperle mit Loch. Ziehen wir einfach auf. So. Dann nehmen wir unsere Glasperle. Die kommt jetzt auch drauf. Ja, einfach das Loch durchfedern. Ja. Dann kommt das Patronenblei. Dieses Blei habe ich vorhin vielleicht vergessen zu erwähnen, gibt es natürlich in verschiedenen Größen, also auch Gewichten. Ich setze immer so auf 10 bis 15 Gramm. Ist eigentlich optimal für meine Gewässer. Wenn ihr ein bisschen tiefer angeln solltet oder ihr wollt, dass das Blei schneller runterkommt in den tieferen Regionen, dann könnt ihr es ruhig schwerer wählen. Diese Glasperlen gibt es auch in verschiedenen Größen. Das heißt, wenn das Patronenblei etwas kleiner wird, dann muss die Glasperle natürlich automatisch auch ein bisschen kleiner werden. Nehmt die breite Öffnung und geht von der Seite aus rein. Dann nehme ich mir, also persönlich, eine Quetschhülse und bereite jetzt das Ende der Montage vor. Das mache ich wie folgt. Ich nehme eine Quetschhülse. Wir könnten es auch knoten, aber beim Fluorcarbon, weil ich ja unten schon geknotet habe, möchte ich so wenig wie möglich, also mögliche Schwachstellen, vermeiden. Deswegen nehme ich jetzt hier eine Quetschhülse und habe hier oben dann halt praktisch keinen Knoten. Gehe durch. Wähle die Quetschhülse vom Innendurchmesser so, dass sie nicht zu klein ist und nicht zu groß ist, so dass die Schnur optimal durchgeht. Und wenn ihr das gequetscht habt, dass es nicht wieder rausrutschen kann. Also zu große Hülsen bei zu schwacher Schnur, das würde nicht funktionieren. Dann gehen wir wieder andere Seite durch. Und lasse eine kleine Schlaufe. Lege das vorsichtig in meine
Knut von der Quetschhülse. Schau, ob alles in Ordnung ist. In dem Fall könnte ich noch ein bisschen tiefer gehen. So, dass auf keinen Fall das Fluorcarbon mitgequetscht wird. Also von außen jetzt, dass da irgendwelche schadhaften Stellen entstehen können. Presse ordentlich zu. Wenn es gut gepresst ist, dann haben wir wieder die Riffelung von der Zange mit dabei. Und das wird jetzt optimal halten. Hier ist ein etwas längeres überstehendes Ende. Und das schneide ich einfach wieder ab. Nun brauchen wir nur nochmal, wie vorhin schon zweimal gemacht, die beiden Montagen, also die beiden Elemente verbinden. Das mache ich wie vorhin. Gehe einmal durch. Gehe nochmal ein zweites Mal durch. Bilde wieder ein kleines Auge mit Daumen und Zeigefinger. Bis 8 Mal wieder umwickeln. Geh durch das Auge durch. Wieder gut befeuchten. Und schon zieht sich der Knoten wieder zu. Kleines überstehende Ende. Das ist kein Problem. Ein bisschen einkürzen. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr jetzt noch die überstehenden Enden ein bisschen mit dem Feuerzeug erwärmen und einen kleinen Knubbel draus machen, sodass es nicht durch den Knoten rutscht. Aber wenn ihr den Knoten optimal getroffen habt oder zugezogen habt, dann dürfte auch so nichts passieren. Und schon ist mein Carolina Rig fertig. Ja, wenn ich jetzt anziehe, knallt praktisch die Glasperle und das bleibt zusammen. Es gibt ein Klackgeräusch. Das lockt die Raubfische an. Und hier hinten habe ich dann einen leicht runtertrudelnden Köder. In unserem Fall wird es dann ein Würmchen sein. Ja, er trudelt langsam runter und das animiert die Barsche dann zuzuschnappen. Und durch das Klackgeräusch werden sie, wie gesagt, auch aus der näheren Umgebung angelockt. Und werden zum Biss verführt. Das Würmchen aufziehen ist auch kein Problem. Ihr nehmt das obere Ende, geht mit der Hakenspitze hier oben rein, unten wieder ein bisschen raus. Dann schiebt ihr erstmal das Würmchen nach oben. Ja, lasst das so ein bisschen hier drin verschwinden. Guckt nach der Länge. Hier müssen wir durch. Und schon haben wir ein ganz verführerisches Würmchen dran. Ja, was hinten schön Bewegung hat. Ja, wenn das Klackgeräusch kommt, ja, der Köder trudelt langsam runter auf den Grund, kommen hier meistens in dem Bereich, im Grundbereich, kommen dann die Bisse beim Abtrudeln des Köders. Weil die Barsche ja vorher oder der Zander durch dieses Klackgeräusch angelockt worden sind. Funktioniert übrigens auch bei Hecht. Ihr habt ein Fluorcarbon drauf, da ist natürlich eine 50-50-Chance. Dann kann man nur hoffen, dass der Hecht mit seinen scharfen Zähnen das Material nicht trifft. Ich muss ehrlich zugeben, wir haben sogar schon Hechte im 80-90 cm Bereich auf diese Montage gefangen. Das macht natürlich dann sehr, sehr viel Spaß. Aber gerade was das Angeln auf Zander und Barsch betrifft, ist das eine absolut tolle Montage. Ihr könnt jetzt hier natürlich auch ein Fischchen einsetzen in dem Bereich, ja, auch mit kleinen Flimmerschwänzchen, was dann leicht abtrudelt. Oder auch sogar hinten mit einer kleinen Schaufel. Oder mit einem V-Schwänzchen. Also da ist auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber probiert unbedingt mal diese Montage aus. Es ist eine auch für die kühlen Temperaturen oder Wassertemperaturen, wenn die Fische grundnah stehen, eine wirklich super Methode, wo ihr auch einen gewissen Tiefenbereich über den Grund absteckt und die Fische animieren könnt zu beißen. Und glaubt mir es, wenn ihr auf einem Carolina-Rig urplötzlich einen Einschlag bekommt, ist das wirklich ein ganz geniales Angeln. Das Adrenalin geht nach oben und ihr werdet einen schönen Drill haben und schöne Fische fangen. Probiert es einfach aus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Und dann würden wir uns darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit.